die Evolutionstheorie in nur 5 Minuten entlarvt. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch umarmt vom Lovelock. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches ich interessant fand aus dem Discord. Gerne den Discord nutzen. Link unten in der Beschreibung. Euer Lieblingsvideo oder eure interessanten Videos, die ihr gerne mit mir und der Welt teilen würdet, reinfetzen in den Kanal Videovorschläge und wir werden eventuell darauf reagieren. Und zwar heißt das Video, die Evolutionstheorie in nur 5 Minuten entlarvt. Ich bin jemand, der schon länger nicht mehr an die Evolutionstheorie glaubt, aber eventuell gibt es hier noch ein paar neue Informationen, die mich noch mehr festigen. So, und eventuell den ein oder anderen auch davon überzeugen, dass das Ding nicht der Wahrheit entspricht, beziehungsweise vor allen Dingen nicht so, wie es uns beigebracht wurde. Und los. So, Qualität auch brutal mit Toaster aufgenommen, Visio. Los geht's. Du weißt, als ich Lehrer war, haben sie mir gesagt, ich müsse etwas namens Evolution unterrichten. Ich sagte, das könne ich problemlos lehren. Ich werde dir zeigen, wie man Evolution unterrichtet. Es ist sehr einfach. Was für eine seltsame Doktrin. Was für seltsame Gedanken müssen die Leute haben. Vielleicht sind einige von euch hier heute Abend auch dabei. Sehr seltsam, tatsächlich. Schau es dir an. So teilst du deine Tafel in zwei Hälften. Auf der einen Seite schreibst du das Wort Gott und auf der anderen Seite schreibst du das Wort Nichts. Dann sagst du zu den Kindern, schaut euch in der Welt des Designs um und wo denkt ihr, kommt es her? Glaubt ihr, Gott hat es entworfen oder glaubt ihr, es wurde von Nichts entworfen? Vergesst die Amöbe, vergesst den Urkeim. Lasst uns gleich zum Nichts zurückkehren, sollen wir ehrlich sein. Und wenn wir... Das ist das heftigste Ding so. Das ist eine der heftigsten Sachen, die man so versuchen kann zu denken. Nichts. Stell dir das Nichts vor. Und wie überhaupt irgendwas erschaffen wurde. Wenn du halt in die Bewusstseinslehre und in die Physik, auch in die Quantenphysik und so reingehst, dann wirst du halt ganz schnell merken, dass egal was es ist, also was es gibt, egal was du sehen kannst und anfassen kannst, muss vorher gedacht worden sein. Es kann nichts einfach so entstehen aus dem Nichts. Nichts kann ich nicht irgendwas tun, weil nichts ist nichts. Nichts kann nicht irgendwas erschaffen, so weißt du, wie ich meine? Nichts kann nicht eine Flasche erschaffen oder ein Mikrofon oder was auch immer. Jemand muss das denken und seine Gedanken in die Realität umsetzen. So. Und dann musst du dich halt fragen, so für mich persönlich ist das die Antwort. Für mich ist das der Beweis für Gott. Weil nichts kann nichts erschaffen. Nur etwas, was... Das muss alles ein Aus... Jemand oder etwas muss einen Auslöser gegeben haben für das Entstehen der Erde, so. Weißt du? Oder des Universums generell. So, oder? I like that. Visio. Nichts zurückkehren können wir nur annehmen, dass nichts entworfen wurde und daher auch nichts hier ist. Denn... Wenn nichts nichts entwirft, gibt es nichts zu entwerfen und es gibt nichts, das gemacht werden kann. Wenn nichts nichts entwirft, gibt es nichts zu entwerfen und nichts, was gemacht werden kann. Hör zu, der Streit ist nun vorbei. Es ist alles vorbei. Wir brauchen keinen Gerichtsfall Kreationismus gegen Evolution. Wir brauchen kein Gerichtsverfahren. Es ist jetzt alles erledigt. Das ist die Wahl. Dann schaue ich Fernsehsendungen und höre von diesen wunderbaren Dingen, die Gott erschaffen hat. Sie tauchen ins Meer und finden Dinge, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Also erzähle ich den Kindern, dass ein Wissenschaftler eine Definition eines Wissenschaftlers eine Person ist, die einige der Dinge entdeckt hat, die Gott erschaffen hat. Das ist es, was einen Wissenschaftler ausmacht. Er hat uns noch nicht alles gezeigt. Je tiefer man ins Meer vordringt, desto mehr Dinge findet man, von denen man nicht einmal wusste, dass sie da sind. Gott kümmert es nicht einmal, ob du es findest oder nicht. Genau so ist es, Mann. Deswegen kann und deswegen ist es doch so gefährlich, Wissenschaftler so anzuhimmeln, als ob die Wissenschaft wie Gott ist. Und für einige Menschen in dieser heutigen Welt ist die Wissenschaft wie Gott. Für die ist das das Ultimative. Wenn die Wissenschaft so sagt, dann ist das so. Aber das sind Leute, die das Göttliche entdecken und versuchen, das Göttliche zu erklären und noch nie richtig und immer wieder an den Punkt kommen, wo sie das nicht mehr erklären können. Und Einstein und diese ganzen Leute haben ihre Arroganz irgendwann beiseite gelegt und gesagt, ja, Digga, stimmt. Da gibt es etwas, was darüber hinausgeht. Dinge, die wir nicht erklären können. So. Und dazu musst du halt einer sein, der sein Ego im Griff hat. Weißt du, was ich meine? So, weil die Menschen versuchen ja immer alles zu erklären.
immer alles zu erklären und es muss für alles eine Formel geben, es muss für alles eine Erklärung geben. Aber es gibt Dinge, die kannst du mit der Wissenschaft nicht erklären. Bis heute und auch bis in die Ewigkeit so. Er ist ein Gestalter. Ein V kam in unser Gebäude. Wir waren auf dem Land und predigten an einem Ort namens Kulkaien. Kennt jemand Kulkaien? Wissen Sie, wo das ist? Es liegt in der Nähe von Albury, Wodonga. Wir hatten dort wunderbar Treffen in einer landwirtschaftlichen Gegend und wir waren auf einem Bauernhof untergebracht. Eines Nachts kam ein V ins Haus und schrie. Ich schaute mir den V an und sagte zu... Einer schreibt, Terry sagt gerade, Fantasie spielt da eine Rolle. Für mich ist das nicht mal wirklich Fantasie so. Weißt du, was ich meine? Ich bin überzeugt davon, dass wenn du dich frei machst von der ganzen Programmierung und in dein Bewusstsein reinkommst, dann fühlst du einfach. Dann fühlst du einfach nur noch. Weißt du, und du bist einfach nur noch. Und wenn du dann Tiere beobachtest oder die Natur beobachtest, so, dann bist du einfach dankbar und glücklich dafür, dass es das gibt. Und du siehst Gott dann auf einmal überall. Das ist einfach Realität. Auch wenn einige Leute das nicht glauben, aber das, du fühlst es einfach, dass es so ist. Das muss dir auch keiner erklären oder Wissenschaftler, die ein Buch darüber schreiben oder so. Es ist einfach so. Wenn ich die Natur beobachte, wenn ich Tiere beobachte, so, was willst du mir denn erzählen? Wer soll das denn kreiert haben? Weißt du, was ich meine? Du spürst, dass es was... Digga, das ist einfach crazy. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber du kannst Gott fühlen. Schau dir die wunderschönen Farben an. Ein alter Bauer erzählte uns dann Folgendes. Ein Künstler könnte diese Farben auf den V malen, aber nur Gott konnte die Federn so gestalten, dass sie genau die richtige Länge haben. So sind alle Muster auf beiden Seiten perfekt. Also beim Urteil, alles, was es braucht, ist ein V. Das ist so, wenn du dir so ein Tier reinziehst und dann will mir irgendeiner erzählen, das ist aus Zufall entstanden. Weil irgendwelche Zufälle passiert sind und dann haben die sich so entwickelt, Survival of the Fittest, und irgendein Typ hat es dann damals in... Bro, get the fuck out of here. Guck dir mal an, wie perfekt das ist. Alles, was wir heutzutage benutzen, jede Technik, jedes Werkzeug, jeder Computer, alles, was wir heutzutage benutzen, hat den Ursprung in der Natur. Die haben die Natur verstanden, die Wissenschaftler, und haben das dann umgesetzt in irgendwelche anderen Sachen. Genauso wie alle Tabletten oder die Pharmaindustrie, Medizin, alles ist, der Ursprung von allem ist in der Natur. Von allem. So. Dann willst du mir erklären, dass es irgendein Zufall ist oder so? Bro, come on. Und alle sind weg. Mit einem V ist alles erledigt. Das ist alles. Es muss nichts anderes bewiesen werden. Und ich war begeistert. Dann höre ich diese Männer im Fernsehen sagen, vor 50 Millionen Jahren krochen Wale aus dem Meer heraus und ließen ihre Flossen fallen und ihnen wuchsen Beine. Ich dachte... So, Digga, wem willst du das erzählen? Wem willst du das erzählen? Wem? Dass das überhaupt noch Menschen glauben, ist faszinierend. Holla, das ist... Ja. Das ist interessant. In meinem Kopf kann ich mir vorstellen, wie ein großer, schwerer Wal seine Flossen fallen lässt. Er hat Beine bekommen. Was passiert als nächstes? Antwort: Er versinkt im Schlamm. Diese Leute denken offensichtlich nicht sehr klar, oder? Sie denken nicht klar, denn er hat noch nicht seine Füße entwickelt, verstehen? Und dann wollen die dann erzählen, die erzählen ja, das ist über Jahrmillionen passiert. Aber wie soll das denn wirklich vonstatten gehen? Das hat sich keiner mal richtig gefragt. So. Und da haben wir uns ja auch schon mal ein Video reingezogen, dass es Mechanismen in unserem Körper, gerade im menschlichen Körper auch gibt. So. Da gibt es Viren, Mechanismen, Dinge, die so krass aufeinander abgestimmt sind, dass die nicht funktionieren würden, wenn eine Sache fehlen würde. Und die Evolutionstheorie basiert ja darauf, dass das Step by Step über Jahrmillionen, aber es wurde bewiesen, dass gewisse Mechanismen in uns nicht funktionieren würden, wenn sie nicht von Anfang an komplett vorhanden wären. So, dann wären wir gestorben. Und jedes andere Tier, was auf einmal aus dem Wasser auf Land kommt so und noch nicht komplett entwickelt ist, würde sterben. Das, ich weiß nicht, aber für mich macht es so wenig Sinn, diese Evolutionstheorie. Das ist so weit weg für mich von der Realität. I don't know. Schreibt mal gerne bei YouTube unten in die Kommentare rein, wenn es jemanden gibt, der an die Evolutionstheorie glaubt, so überzeugt mich gerne. Und jetzt hier auch in den Chat. Füße haben, um zu verhindern, dass er versinkt. Aber es dauert ein paar Millionen Jahre, bis er seine Füße wachsen lässt. Und so versinkt er im Schlamm. Schließlich schaffen sie es jedoch, auf das Land zu kommen und dann klettern.
sie irgendwie auf einen Baum. Dann kommen sie von den Bäumen herunter und das Ergebnis sind wir. Ich finde es sehr schwer zu schlucken, um ehrlich zu sein. Ich meine, es ist interessant, aber sehr schwer zu schlucken. Und dann sehe ich in den Zeitungen, wie sich Wale überall an den Küsten Australiens ans Land setzen und böse Männer sie zurück ins Meer werfen. Merken Sie nicht, dass diese Wale versuchen, Menschen zu werden? Jetzt hören einige von ihnen zu, einige von ihnen lachen nicht, wissen Sie, denn sie sind heute Abend sehr wütend. Einige von ihnen haben das Gefühl, mich anschreien zu wollen. Aber an einem Tag während unserer Mittleren Osten-Tour hatte ich einen Arzt, der zu mir sagte, Barry, der größte Beweis gegen die Evolution ist das Gesetz der Entropie. Er sagte, ja, so gesagt, ich glaube an Evolution, aber nicht insgesamt, sondern innerhalb gewisser Spezies oder Arten. Ja, Bro, das haben wir ja, ich finde das so schade, ich wollte das Video hochladen, aber das wurde urheberrechtstechnisch gesperrt, deswegen konnte ich es leider nicht auf meinem Kanal hochladen. Das war das heftigste Video, was ich mir über die Evolutionstheorie reingezogen habe und es ging eine Stunde lang und da waren Wissenschaftler von Harvard, von den größten Universitäten auf der ganzen Welt, die sich zusammengesetzt haben und versucht haben, die Evolutionstheorie zu verstehen oder eventuell sogar zu widerlegen. Je nachdem, in welche Richtung die Reise geht. Und die sind neutral an die Sache, echte Wissenschaftler, weil viele Leute hier im Chat oder einer eigentlich nur hier im Chat, für den ist die Wissenschaft Gott und vertraut der Wissenschaft zu 100%. Und es waren ernstzunehmende Wissenschaftler von den größten Universitäten auf der ganzen Welt. Und die haben die Evolution studiert. Und die sind auch darauf gekommen, dass es bei bestimmten Arten dazu gekommen ist. Zum Beispiel, da haben die ein gutes Beispiel genannt, da gab es eine Vogelart auf einer Insel. Und durch irgendwelche Wetterumstellungen wurden die Früchte, die die gegessen haben, beziehungsweise das waren doch, ich glaube, es waren Früchte oder irgendwie was anderes, was an Bäumen gewachsen ist, wurden durch die Wetterveränderung dicker. Und dann mussten diese Vögel eine andere Art von Schnabel entwickeln, um überhaupt noch in die Frucht reinzukommen. Und dann ist das auch passiert. Und an sowas glaube ich auch, dass du kleine Veränderungen innerhalb von Spezies, dass die vonstatten gehen können, weil sie gebraucht werden zum Überleben. Aber dass aus einer Spezies eine komplette andere wird, dass aus einem Affen ein Pelikan wird oder aus einem Pelikan ein Gorilla oder was auch immer so, das macht einfach keinen Sinn und das haben die da auch bewiesen. Ich würde das jetzt gerne als Quelle angeben, das Video, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Vielleicht finden wir es noch irgendwann. Falls ich es finde, wenn ich das Video hochlade, ist es unten in der Beschreibung drin. Ich küsse eure Zirbeldrüse, weiter geht's. Das bedeutet, das zweite Gesetz der Thermodynamik besagt, dass sich nichts von selbst verbessert. Alles verschlechtert sich immer. Du hast eine Schachtel Äpfel, ein fauler Apfel und sie werden alle schlecht. Und du wirst feststellen, dass Menschen nicht so herauskommen. Das ist hier das größte Argument von den Leuten hier, auch von dem einen Verfechter von den Evolutionstheorien ist, ja, das passiert aber über Jahrmillionen. Das ist aber für mich keine Erklärung. Ja, okay, über Jahrmillionen. Wie soll das vonstatten gehen? Erklär mir den Prozess, wie aus einem Fisch ein Hund wird. Über Jahrmillionen. Wie soll das funktionieren? Biologisch gesehen so. Wie geht das? Wie geht das? Das sind komplett andere Organismen, die ganz anders atmen, essen, funktionieren, Sinne, bla 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 so. Und es gibt dieses eine Ding, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, es ist so ein Teil, was wir in unserem Körper drin haben, so, was nur funktioniert, wenn es komplett von Anfang an komplett ist. Wenn ein Teil davon fehlt, kann es nicht funktionieren. Wie wir heute sind. Charles Darwin sagte, das menschliche Auge sei jenseits seiner Vorstellungskraft, liebe Freunde, besser als die beste Kamera, die du jemals kaufen wirst. Und diese Dinge werden den Kindern in der Schule als das dümmste, lächerlichste Ding beigebracht, das du dir je vorgestellt hast, die wunderschöne Schöpfung. Sobald du Gott kennenlernst, wirst du deine Schöpfung verstehen und du wirst sie betrachten und staunen, wie er sie gemacht hat. Ja, sehe ich genauso. Leon, andererseits muss man aber auch sagen, dass wir alle, also alle Lebewesen von der Urzelle abstammen. Wer sagt das? Welche Urzelle? Also Pflanzen, Tiere, alles was lebt, aber das war ein Prozess von Milliarden Jahren. Wer sagt es? Woher weißt du das? Wie kannst du davon überzeugt sein? Wer hat dir das erklärt? Woher weißt du, wo wir herkommen? Wo wir abstammen und was der Ursprung war? Woher? Woher weißt du das? Ich glaube niemandem, der mir erzählt, dass es so oder so war. Vor allen Dingen nicht der aktuellen Wissenschaft so. Ich glaube es erst, wenn ich selber mich so frei gemacht habe, bis ich fühle, wo wir herkommen. Und nicht, was mir irgendeiner versucht einzutrichtern, so. Weißt du?
Mann, wir haben uns mit so vielen Themen auseinandergesetzt und welche Themen alle dafür benutzt wurden, damit wir unsere Vergangenheit nicht mehr sehen, was alles verwischt wurde, damit wir uns selbst nicht realisieren. Wir leben außerhalb der Zeit. Die Medien, alles andere, alle Dinge, die da sind, davon sind ganz viele Dinge dazu da, um uns von uns selbst zu trennen. So. Also, wie willst du mir jetzt erzählen, dass irgendein, wer? Die erste lebendige Zelle, die sich gespalten hat. Wer hat dir diese Information gegeben? Dastehen und sogar eine Blume ansehen. Kannst du dir vorstellen, dass jemand wie ich eine Blume betrachtet? Normalerweise kann... Wenn du an die erste Zelle, die sich gespalten hat, glaubst, dann glaubst du an die Evolutionstheorie. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass es eine Zelle gab, die sich gespalten hat und dann ist aus der Zelle ein Fisch geworden. Aus dem Fisch ist ein Hund geworden. Aus dem Hund ist ein Affe geworden. Aus dem Affe ist ein Menschen geworden. Nein, ich glaube nicht daran. Von ganzem Herzen. Und ich fühle, dass das auf jeden Fall war. Meine persönliche Wahrheit. Jeder soll seine Wahrheit fühlen oder denken. Ich sehe das als die Wahrheit. Die nicht ausstehen, aber als ich das entdeckte, dachte ich, Gott, du bist wunderbar. Alles ist wunderschön, alle Muster und Designs. Stimmt das? Crazy. Die Evolution in nur 5 Minuten entlarvt. Also wie gesagt, das ist mein aktueller Wissensstand. Das, was ich hier erzählt habe und versuche so mit euch zu teilen, das basiert auf meiner Erfahrung, meiner Lebenserfahrung, auf dem, was ich fühle, auf der Recherche, die ich gemacht habe, auf den Videos, die ich mir reingezogen habe, Bücher, die ich mir durchgelesen habe. Mein aktueller Wissensstand ist einfach so. Ich fühle das einfach so, weißt du? Kann sein, dass ich in einem Monat anders denke, kann sein, dass ich in 3 Wochen anders denke, kann sein, dass ich morgen anders denke, aber aktuell denke ich so. Ich glaube aber zu wissen, dass die Evolutionstheorie sogar... Ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass diese Theorie eingeführt wurde, um uns von unserem wahren Menschsein zu trennen. So. So wie ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel der Kalender oder die Uhr. So. Und ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich küsse euer Herz, fühlt euch nicht angegriffen an alle Evolutionstheorie-Verfechter oder Wissenschaft... Fanatiker und so. Ich liebe euch trotzdem. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Schreibt eure unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüsschen. Evolution is out, man. Wishu. Das ist einfach eine Theorie, um Gott zu widerlegen, diese Evolutionstheorie. Und die stellen es halt so dar, dass man extra schlau ist, wenn man an die glaubt und lernt gleichzeitig in der Schule im Religionsunterricht das Gegenteil. Naja, und dann können sie auf viele Fragen nicht antworten. Natürlich glauben die meisten dann an die Wissenschaft. So ist es. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Fühl dich genauso, wie du sagst.